Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Ich habe gerade den Namen des Spiels vergessen. Ja, okay, ich wollte jetzt gerade voll cool und so das sagen. Sorry, du machst. Mist! So, und auf den großen Turm, da müssen wir. Okay. Packen wir es an. Irgendwie interessiert ihn das weniger, wenn ich den mit der Infinity-Pistol drauf schieße. Ja. Wir sind aber auch eigentlich nicht gekommen, um die zu verkloppen. Ja, stimmt. Sind das nicht unsere Verbündeten? Theoretisch. Okay, bei mir habe ich jetzt mit Jacks Stimme geredet. Aber in Englisch. Ja, weil es da vermutlich keine deutsche Version gibt. Das hat sich richtig bescheuert angehört. Vielleicht kann ich wieder die Infinity-Pistole gegen die anderen einsetzen. Eigentlich sollten wir den Kopf da jetzt nicht unbedingt kühlen. Okay. Hier können wir das mit den Banditen machen. Sehr gut. Die Zusatzsachen kriegen wir jetzt vielleicht nicht so gut hin, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Oh Junge, I need to build you an extra arm just for high fives. Wie hört er sich auf Englisch an? Und warum haben wir das vergessen, das zu ändern? Vielleicht haben sie gar nicht den extra dafür nochmal einsprechen lassen, sondern einfach nur die Stimme durch irgendeinen Filter geworfen. Nee, Moment, dann wäre es auch im Deutschen Deutsch. Das ist der nächste Kopter. Gleich kommen erst Kopter, die auf unserer Seite sind. Hit. Guck mal, was der hier Schönes gemalt hat. Ich hab's gesehen. Untertan, ich habe meine Attacke gestartet. Ich werde jeden Quadratzentimeter dieses Berges ansprayen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, los! Das wird Jack noch leid tun, dass er sich auf diesem Felsen niedergelassen hat. Es wird Minuten dauern, bis er dieses Graffiti abgewaschen hat. Minuten, sag ich dir. Was passiert, wenn ich... Nein! Okay, er sagt nichts, wenn er sich selbst Schaden zufügt. Wo bist du? Ach da! Natürlich wird der Bunker dich trotzdem auslöschen, aber dennoch nicht übel. Die sind toll, die Viecher. Welche Viecher? Die da rumfliegen. Jetloader. Das sind richtige Transformer. In den Türmen musst du mal die Geschütze wegschießen, wenn du die Chance hast. Jo. It's a high one.
Hast du die gerade Huckley genannt? Ja. Warum sagst du eigentlich nichts in seiner Stimme? Ich sag generell recht wenig. Ah, das stimmt. Du redest zu viel. Und da ist der nächste Konstruktor. Jetzt können wir drauf schießen. Und besiegt. Hüpf. Der geht aber auch genau in unsere Granaten rein. Du hast schon wieder alles mitgenommen. Die Pistole war in allen Punkten als meine besser. Die Pistole liegt hier noch. Ja, die Pistole liegt da noch, aber alles andere nicht. Ich hab doch nichts eingesammelt. War doch noch was. Ich nehme immer nur Geld mit. Und Munition. So, erstmal noch hier umgucken. Ich hoffe, ich kriege demnächst noch mal eine neue Infinity Pistol. Die bekomme ich dann aber. Nö. Ich habe doch gesagt, ich kriege demnächst eine, nicht du. Du kannst ruhig ein bisschen teilen. Ja, du kannst ja die alte haben. Ja, damit bin ich auch einverstanden. Siehst du mal. Ich weiß immer eine Antwort auf eine Lösung. Auch wenn das keinen Sinn macht. Oh, hier liegt einer. Ja. Ist wie ein Pool. War das jetzt schon dieser Bunker, durch den es niemand durchmacht? Nö, der Bunker, der kommt noch. Okay. Da ist ein Badass-Reparaturbot. Ich seh ihn. Wollen wir uns um kümmern? Ja, er wird sonst unsere Leute abschießen und die brauchen wir. Wenn die uns jetzt nicht so stark helfen. Aber man kann sie schon gebrauchen. Ich find's im Übrigen super, was der für Geräusche macht, wenn ihm weh getan wird. Link, bist du's? Das ist aber Link mit ganz schön viel Alkohol-Intus. Ja. Salz und Fleisch hatte ich... Salz in der Wunde hatte ich jetzt 50-fach eben. 199 mal 14. Na, das ist doch ein Angebot. Lebt der Gunloader noch? Ja. Der RPG-Loader lebt noch. Willst du meine alte Shotgun, die explodieren kann? Nö. Ich habe schon eine Shotgun, die explodieren kann. Habe ich aber weggeschmissen. Eine legendäre? Nö, das nicht. Warum müssen die jetzt alle ankommen? Ich vermute, die waren an den Tod des Reparaturbots gekoppelt. Okay, Spiel hängt. Ja. Weil der auch plötzlich aus irgendeinem Grund auf ihre Antivian geht. Und dann macht er jetzt mal hier Dubstep Remix oder was? Die Shotgun hier, die macht 199 mal 14. Die hier macht 167 mal 4. Sei vorsichtig, Slab! Meine Jungs sehen haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker! Ich weiß, du schaffst das! Lass dich nicht von den Mörsern treffen, Slab! Ach, ich doch nicht. Pass auf die Mörser auf, Slab!
Bösen fern! Ich will da oben eigentlich an was dran. Da was leuchten gesehen. Sagt er jetzt die ganze Zeit. Hilfe! Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, wo ich bin. Ah. Das wird schon, da ist einfach Pflaster drauf und du bist. Aber da oben ist was und ich komme da nicht dran. Kannst du weitergehen, ein bisschen? Ich häng hier fest, ich komme hier nicht raus. Halt dich von den Zielkreisen fern! Aber er sagt uns doch, dass wir uns von den Zielkreisen fernhalten sollen. Ja, aber ich komme hier nicht raus, wo ich bin, aber ich bekomme ja auch keinen Schaden durch die Zielkreise. Die Zielkreise an sich, die töten dich ja auch nicht. Das sind ja nur, damit die sehen, wo die hinschießen. Ah, da rutscht man direkt runter. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Der ist ein bisschen aggressiv, nicht? Ich bin tot. Ich kann mich hier auch auf keine Art und Weise selbst töten. Ich brauche deine Hilfe. Okay, was darf ich tun? Mich irgendwie umbringen und schauen, dass ich dann wieder irgendwo aufstehe, wo ich... Oder dass ich... Ja. Wie werde ich dich umbringen? Indem ich dich zum Duell herausfordere. So stirbst du nicht. Ja, aber dann bin ich einmal kurz tot und stehe dann wieder auf. Und vielleicht bin ich dann an einer Position, wo ich rauskomme. Wie bist du da reingekommen? Danke für den Schild. Ich weiß es nicht. Hi. Du siehst das aus deiner Position aus. Ich habe mich selbst geschlagen. Ich bin da gerade auch gerade fast reingefallen. Weißt du was? Pass auf die Mörser auf! Ich kann nichts machen. Es gibt keine Möglichkeit, mich selbst umzubringen. Meine Granaten, wenn ich sie schmeiße, fliegen sie irgendwo hin. Gut, dass ich noch den Corrosive Kiss of Death hab. Das ist eine spannende Aufnahme. Mist, der fliegt auch irgendwo hin. Wohin fliegt der? Komm zurück! Möchtest du viel. Was möchte ich? Ich bin rausgekommen. Ich weiß nicht wie, aber ich bin rausgekommen. Was möchte ich? Na, warte mal. Ich wollte fragen, ob du vielleicht aufnehmen möchtest, bis ich wieder draußen bin. Aber ich bin draußen. Ich bin befreit. Ich soll doch einfach neu nachjoinen können. Ja, stimmt. Aber wo genau saß ich jetzt eigentlich fest bei dir? Im Boden. Bei mir bin ich einfach nur unter der Straße gewesen. Ich wusste nicht, dass der Corrosive Kiss of Death auch zu den Gegnern fliegt. Miststücke aufmachen! Number 5 alive! Okay, dann macht das auch schon mehr Sinn, als Nummer 5 lebt. Oh, die Granate ist nicht schlecht. Ja. Ist so eine Heilgranate, oder? Kann sein. Ja. Aber ist auch eine Moxie-Waffe, also von daher, ist immer heilen. Wusstest du, dass die Waffe, die man bekommt, wenn man der 10.000 Dollar spendet, ein richtiger Vibrator ist? Echt? Ja, die vibriert die ganze Zeit, wenn du schießt. Sobald du nachlädst, hört das auf. Sobald aber irgendwas dein Controller zum Vibrieren bringt, macht die Waffe das noch ein bisschen stärker und hält das die ganze Zeit an. Das ist halt wirklich ein Vibrator. Muss ich mir gleich mal holen. Wenn du 10.000 hast. Ich bin sicher, ich hab mehr. Brauchst du ja irgendwie nie für irgendwas. Hast du mir gerade den Kill genommen? Nö.
Hier ist nur irgendwas vor meinen Füßen, ich weiß nicht was. Hast du gerade Hex gesagt? Kann sein. Kann dir gerade schlecht helfen. Kein Problem. Noch nur einen guten Treffer. Aber wir natürlich. So, lebt wieder. Versteck dich am besten unter dem Dach hier, während die alle hier runterlaufen. Können die dir nichts tun? Gott, Ziel hat die Waffe eine scheiß Zielgenauigkeit. Granate ist eigentlich perfekt für mich. Mit dem Heilen. Weil ich verliere an sich ja auch immer relativ viel Leben. Weißt du was? Hä? Weißt du was? Was? Nachdem wir hier die Mission durch haben, skill ich glaube ich mal um. Dann mache ich hier diesen Skilltree, wo ich auf Blitzschaden gehe, komplett voll. Boah, wie schnell heile ich mich denn mit der Granate? Okay, ich habe keine Granaten mehr, scheiße. Wollen wir den Badass-Constructor hier vielleicht töten? Ja. Ich schieße gerade schon mit drauf, auch wenn mir seine Lebensleiste irgendwie nicht angezeigt wird. Oh, der hat gerade einen Badass-Reparaturbot gespawnt. Und weil ich so weit weg war, habe ich keine... Oh Gott. Die Geschütze machen viel Schaden. Ja, ich kann mich hier gerade... Okay, ich konnte mich hier gerade gut verstecken. Super Robot Violent Fun Time. Okay, jetzt gebe ich ihm den Rest. Perfekt. Eine gute Sache hat dein Deathtrap schon. Er hilft mir auf jeden Fall, wenn ich mal gerade überhaupt kein Schild mehr habe. Weil bei mir lädt sich der Schild recht langsam auf. Na, ich brauche seine Schildregeneration eigentlich nicht, weil ich halt einen Skill habe, dass für jeden Gegner, den ich töte, mein Schild komplett wiederhergestellt wird. Mein Leben wird für jeden Gegner, den ich kill, direkt wiederhergestellt, wenn ich meine Fähigkeit einsetze. Nee, bei mir ist es einfach, wenn ich jemanden töte, 100% Schildregeneration, aber dafür minus 5% Leben. Guck dir mal den Schild hier an. Ich sehe ihn gar nicht. Stable Adaptive Shield. Würde ich vielleicht sogar nehmen. Okay. Hier gibt es jetzt zwar meinen Gegner nicht mehr so viel Schaden, aber dadurch würde ich immerhin schon ein bisschen resistenter gegen die sein. Dann können die mir auch nichts mehr tun. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, wie das hier mit den Artefakten geregelt ist. Weil es gibt schon einige gute Artefakte, die ich auch mitnehmen würde, wenn es nicht einfach vollkommen hirnrissig ist, nicht das Erfahrungs- oder das Loot-Artefakt auszurüsten. Resistenz-Artefakt kämpft um dein Leben. Ich find's blöd, wie viele Rifles es hier gibt, aber die eigentlich alle total unnötig sind und du hast eh nur 4 Möglichkeiten für eine Waffe, also von daher. Ja. Ah, schlechter. Willst du die Aussicht genießen? Ja. Da sind sogar noch 2 Bier übrig, die ich nicht zerstören kann. Leider. Ich trinke sowas nämlich nicht. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht.
Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Slap, du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. Jetzt hättest du sagen müssen, wer ist Tennis? So richtig assig, ja. Okay, war das nicht die, wo sie ihre Stühle gefoltert haben? Ja. Ja, erinnere ich mich dran. Eine Sache, die ich gerne mal ändern würde. Ich fände es super, wenn ich hier eine bessere finden würde. Weiß ich, an sich, die Waffe hier wäre super für mich. Aber die hat beim Schießen Feuerstoß. Und ich hasse Feuerstöße. Guck mal. Moment. Moment. Immer noch einen Moment. Ich guck. Ja, du hast sie in den Kopf gehauen. Das ist eine Waffe, die an sich schon schlagen kann. Das ist eine Waffe mit einer Waffe dran. Was, ist das erste Mal, dass du eine Waffe mit... Nagel? Nein, ich wundere mich, dass er dann plötzlich seine Axt rausholt und sich dann trotzdem selber schlägt. Ja, hat er halt das verwechselt. Rechte Hand zuschlagen, linke Hand zuschlagen, kann man mal verwechseln. Okay, ich kaufe mir kurz neue Munition. Die letzte Tür zu meinem Raum. Ja, okay. Ich brauch's ja nicht, ne? Wenn du den Bunker zerstörst. Ich hab grad Munition verschafft. Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Rick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Weißt du das? Keine Ahnung. Ey, ich würde meine Luftunterstützung gerne behalten, wenn es dir recht ist. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger! Hm. Oh Mist! Kämpf weiter, Slam! Zerstör die Geschütze! Laserstrahl! Wie viel Schaden machen die Laser? Naja, ich sehe sie jetzt gerade nicht so gut. Such nach dem Copter mit einem weißen Signallicht! Die Slabs werfen auf der zentralen Plattform Munition ab! Ach, da sind die Laser. Ja, so viel jetzt auch wieder nicht. Bisschen was. Die Automatikgeschütze sind dort an den Wänden. Okay. Ich weiß, es wäre... Ich glaube, man hätte die Laser ein bisschen stärker machen sollen. Die sind wirklich sehr... Es ist... Man ist nicht gezwungen, ihnen auszuweichen. So gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man vielleicht hätte machen sollen, dass sie... Machen 200 Schaden. Ja. Und wenn man jetzt nicht gerade länger in einem einzelnen drin stehen bleibt... Kümmerst du dich überhaupt um die Automatikgeschütze? Nö. Das mache ich die ganze Zeit, oder wie? Ja. Kriegst du das hin? Das kriege ich hin. Muss nur einmal gut zielen. Sobald wir den Bunker knacken, kann ich nichts davon abhalten, dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Okay, jetzt wird's doch blöd. Immer weiter. Geh raus zum Ring, wenn du da ist ein Gegner. Schaffst du den? Ja. Hinter dir war einer, der komplett fast tot war, aber gut. Hab ich nicht gesehen. Ich
werde ich einfach auf die Kisten drauf, kein Problem. Ja. Ich hab dir gerade gekillt! Ich hab nichts bekommen! Quattro Granada Nicto! Geht halt echt nicht mit der Stimme. Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Ja, trotzdem schütze sie nur mit ein paar Bots. Das hieß übrigens gerade hahaha. Der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst getroffen. Jetzt tut mir einen Gefallen und stirb. Nee, kein Bock. Oh Mist. Der Bunker hat abgehoben, Slabs. Jetzt wird's schmutzig. Okay. Damit mache ich 3000 Schaden und damit hilfst du mir weniger. Ja. Okay, brauchst du nicht. Okay. Wir müssen die Automatikgeschütze zerstören an dem Viech. Alles klar, mache ich. Hab ich schon. Alles klar. Hast du gut gemacht. Muss mir nicht sagen, was ich gut mache. Der driftet da hinten alles rum. Strohhalm genannt? Keine Ahnung. Ja, ja. Ich gehe auf die untere Reihe, ne? Okay. Untere Reihe, was? Ja, dieser Weg halt. Du bist ja in der Mitte. Ich bin auf dem Weg hier. Achso, man kann da hochgehen. Kann von hier unten ganz gut dem Typen Schaden zufügen. Okay. Ohne dass er mich kriegt. Siehst ja den Korrosionsschaden, den er da bekommt. Ist der Bunker denn jetzt schon wieder hin? Der fliegt hier irgendwo rum. Da wo das Symbol ist. Ah, ich seh's. Der brennt schon ein bisschen. Ich finde super, wie die Kopter da genau reinfliegen, dass sie auch direkt sterben. Okay. Das mache irgendwie immer trotzdem nur ich. Ja, ich musste gerade nachladen. Ja, ich muss ja nicht nachladen, weißt du? Ja, musst du nicht. Schon unfair. Ist das eine Mordskanone? Ja. Ja, der schießt da jetzt mit was Großem. Ich seh's. Brauchst du Hilfe? Nö. Number 5 on
kann ihm einfach Granaten dahin werfen, dann werde ich dadurch geheilt. Ja gut, ich werde jetzt nicht so stark geheilt. Okay, ich bin down. Ich komme. Ja, danke, nimm mir den noch weg. Ich habe ihn nicht getötet. Wer denn sonst? Zerstöre die Automatikgeschütze außen am Bunker! Oh, geh mal weg von den roten Teilen hier auf dem Boden. Mach ich. Munition leer. Ja, das Problem habe ich jetzt nicht. Ich hab mal anderes. Haben wir nicht irgendwo Munition? Oh, ich hol dich schnell. Ja, wir könnten theoretisch was kaufen, aber die werfen hier die ganze Zeit Munition ab, sagt er doch. Ja, die suche ich gerade. Kein Bock auf Monsterwaffe. Okay, er hat kaum noch Leben. Der die hier alle hinwerfen. Scheinbar. Jetzt meine Fähigkeit gegen mich. Scheiß auf alles, ich töte ihn einfach so. Mit der Fähigkeit. Geh raus zum Ring, wenn du mir die Kids brauchst. Achtung, Wassergranaten! Kommt wieder. Der Bunker dezimiert meine Slabs. Zerstöre die Automatikgeschütze. Down. Level up. Oh. Zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. Oh yeah. Ja, ich habe auch was Tolles gefunden. Siehst du das? Was? Was ich in der Hand halte? Um ehrlich zu sein, nein. Hier ist ein legendärer Schild. Shame. Oh, den kenne ich. Kannst du haben, wenn du möchtest. Der ist tatsächlich richtig gut, weil Absorptionschance 81 heißt, du kannst einfach Munition die ganze Zeit neu absorbieren und unendlich weiterschießen. Das weißt du, und das wäre für dich ganz gut. Na gut, dann nehme ich ihn mir. Weil ich habe sowieso schon unendlich Muni und für dich wäre das ganz gut zu benutzen. Da gibt es ja diese eine Taktik, Sham-Shooting oder wie auch immer.
kann jetzt die ganze Zeit mit einem Humming Murph. Boah, alles besser, aber will ich nicht. So. Da kannst du die ganze Zeit mit Rocket Launcher schießen und verlierst nie was. Das nehme ich doch. Ich will mal sehen, wie die Shotgun hier ist. 270x17. Ja. Ich habe jetzt eine mit 211x6, die jetzt natürlich nicht so gut klingt, aber dafür hat sie Schockschaden und das gefällt mir sehr gut. Meine hat auch Schockschaden. Cool. Die ist lila. Die heißt Potential Development. Meine heißt Potential Thinking. Naja, dann würde ich aber mal sagen, beenden wir an dieser Stelle die Aufnahme, weil ich schon bei 35 Minuten bin. Und weiter geht's dann bei dir. Tschüss. Tschüss.